Dies ist ein Hadith über drei Personen aus dem Stamm Bani Israel. Diese drei Männer zogen aus, um ihre Familien zu versorgen. Während sie marschierten, fing es an zu regnen. Also suchten sie Unterschlupf in einer Höhle. Sie warteten in der Höhle, bis der Tag anbricht, um ihre Reise fortzusetzen. Doch der starke Regen löste einen Felssturz aus und ein gewaltiger Felsen versperrte den Höhleneingang. Diese drei Männer waren nun in der Höhle eingeschlossen. Sie versuchten, den Felsen zu verschieben, aber sie schafften es nicht. Ihre Spuren wurden vom Regen verwaschen und niemand konnte wissen, dass sie in der Höhle waren. Niemand konnte sie aus ihrer Not retten. Sie schienen verloren, also dachten sie nach. Was können wir tun? Wer könnte uns helfen? Einer von ihnen meinte, keiner kann uns helfen, außer Allah. Jeder von uns soll Dua machen und Allah bitten, diesen Felsen vor der Höhle zu entfernen. Der erste von ihnen machte Dua. Ja Allah, du weißt, dass meine Eltern alt waren. Ich hatte keinen Diener oder Gehilfen. Ich habe mich um sie gekümmert und sie gepflegt. Jeden Tag, nachdem ich mein Vieh versorgte, gab ich zuerst meinen Eltern von der Milch zu trinken. Eines Tages ging ich mit meinen Schafen hinaus und es dauerte länger, bis ich wieder zurückkehrte. Als ich wieder zu Hause war, war die Sonne bereits untergegangen. Ich molk die Schafe und brachte meinen Eltern die Milch. Doch sie waren schon eingeschlafen. Ich wollte sie nicht wecken. Ich wollte ihren Schlaf nicht stören. Und ich wollte nicht meinen Kindern die Milch zuerst anbieten, die vielleicht weinen könnten, wenn sie keine Milch bekommen. Ja Allah, du weißt doch, ich tat das nur um deinetwillen. Lass uns den Himmel sehen. Und der Felsen bewegte sich ein wenig. Doch der Spalt war nicht groß genug. Und sie kam nicht aus der Höhle heraus. Der Mann sah die anderen beiden und sagte, jetzt seid ihr dran. Der zweite machte Dua. Ja Allah, ich war in meine Cousine verliebt. Ich war hoffnungslos in sie verliebt. Ich hielt um ihre Hand an und sie sagte nein. Dann lass mich zumindest mit dir schlafen. Und wieder sagte sie nein. Nach einer Weile kam sie in Not zu mir und ich sagte zu ihr, ich werde dir nichts geben, bis du mit mir schläfst. Bis ich mit dir Zina begehe. Sie ging weg. Doch sie kam wieder zurück und sagte, ich habe keine andere Wahl. Nachdem sie meiner Bedingung zustimmte, verlangte sie von mir 150 Golddinare. Da ich nur wenig besaß, arbeitete ich sehr hart, bis ich das Geld zusammen hatte. Ich zahlte ihr das Geld. Wir zwei waren alleine. Niemand war zwischen uns. Da sagte sie, fürchte Allah. Brich nicht das Siegel ohne Erlaubnis. In diesem Moment hatte ich die Möglichkeit weiterzumachen, aber ich unterließ es um deinetwillen, ja Allah. Du weißt doch, ich tat das nur um deinetwillen. Ja Allah, entferne den Felsen. Und der Felsen bewegte sich ein wenig. Doch sie kam nicht aus der Höhle heraus. Der Spalt war immer noch nicht groß genug. Dann machte der dritte Dua. Ja Allah, ich habe Menschen angeheuert und am Ende des Tages bezahlte ich sie. Als der letzte Arbeiter zur Entlohnung kam, sagte er, ich habe das Doppelte als die anderen geleistet, bezahle mir den doppelten Lohn. Und ich sagte, nein. Dann möchte ich dein Geld nicht, sagte der Arbeiter und ging weg. Ja Allah, ich investierte dieses Geld und als dieser Mann nach Jahren zu mir kam, war aus seinem investierten Geld ein Vermögen herangewachsen. Kamele, Schafe und Ziegen, Diener und Sklaven. Er sagte, bezahle mich für die Zeit. Ich sagte, siehst du all das? Das alles gehört dir. Er sagte, zuerst hast du mich ausgebeutet und wolltest mir weniger bezahlen, als ich verdient hätte. Und jetzt machst du dich über mich lustig? Das ist dein Halal, erwiderte ich. Wallahi, er nahm alles und ließ mir nicht eine Sache übrig. Ja Allah, wenn ich das für dich getan habe, dann entferne diesen Felsen. Und der Felsen wurde entfernt.